Ein guter Freund von mir, der hat sich für seinen Wandverbau einen, wie soll ich jetzt sagen, einen Kasten gewünscht. Der Wandverbau geht nicht auf bis zur Decke, da ist noch ca. zwischen 40 und 50 cm Platz und da will er einen Kasten drinnen haben. Materialmäßig wird Plattenmaterial sein, und zwar Dekorspannplatten in weißer Optik. Das wird der Korpus werden. Die Türen, die habe ich schon einmal beim bestehenden Wandverbau erneuert. In, ich glaube, so Ahornoptik war das. Leider gibt es den nicht mehr. Dieses Dekor gibt es nicht mehr. Jetzt haben wir müssen ein bisschen was anderes aussuchen. Es ist ein bisschen ähnlich, nennt sich Birke. Ich habe mir erstens einmal auch die ganzen Platten zuschneiden lassen und, was auch wichtig ist, bekannten lassen. Ja, viel Spaß beim Video. Ich möchte mich recht herzlich beim Hans Matz, das Weiße Federl, den Kanal verlinke ich euch oben und unten in der Videobeschreibung, bedanken. Er hat mir von meiner Amazon-Wunschliste was geschickt, und zwar was Süßes, und zwar eine Kinderriegel. Ich esse die sehr gern und wir werden da gleich einmal was probieren. Es war auch ein Zettel dabei, vielleicht kann man das erkennen. Und ja, also Hans, recht herzlichen Dank für die Kinderriegel. Ich habe mich recht gefreut. Ich esse wahnsinnig gern, deswegen habe ich es auch eingegeben. Und ab und zu mal was Süßes zwischendurch ist ja auch nicht verkehrt. Danke nochmal, Hans. Thank you.
ein bisschen Hilfe. Rufen wir mal den Peter an. Vielleicht hat der Peter noch eine Idee. Hey, geht doch. Wie stellt man jetzt der Bus? Ja, grüß dich, Peter. So, wie geht's? Du, danke, gut. Was wir schaffen mit der Ehre? Ja, ich bin da wieder mal mit einem Problem unterwegs. Ja? Du, ich will ja da meine Bluetooth-Box bauen, gell? Ja. Und jetzt ist das Problem, du kennst mich, gell? Alles von mir ist dreieckig. Ich würde das gerne dreieckig machen. Okay. Jetzt ist aber das Problem mit dem Holz. Ja. Was nehme ich da für ein Holz? Was hat genug Stabilität? Aber eine andere Frage. Wie müssten die Gärungen machen? Ja, da kommen wir jetzt zum zweiten Problem, wo ich dir anrufe, deswegen. Ja, du musst eine Vorrichtung, die parallel zum ja, genau. Sägeblatt läuft. Ja, genau. Und wünsch dir noch ein frohes Arbeiten. Was tust du denn gerade? Na, sowas. War ein netter Zug. Und ich hilf ja gern. Wir haben alles gefräst, also mit Lamellos versehen. Ich habe da schon Werkzeug zusammengerichtet. Jetzt werde ich alles in mein Auto einladen. Werde es Obi transportieren, also zum meinen guten Freund hin. Und dann werden wir es montieren. Allerdings nichts mehr das Wochenende, sondern nächstes Wochenende. Ja, dann werden wir mal Obi fahren. Und ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe.